Guten Tag, Herr Kirschbauer. Wir befinden uns hier auf der CONDI 2014 am Messestand von ICW Technologie für Gesundheit. Ich würde Sie gerne fragen, welche Innovationen oder Produktneuheiten Sie hier heute vorstellen. Ja, vielen Dank. Wir haben auf der CONHIT 2014 alle unsere Produkte mitgebracht, die wir im internationalen Einsatz auch haben. Das ist eine Suite von Komponenten, die in der Summe ein auf Neudeutsch Population Health Management Thema adressieren. Das heißt, wir bringen mit einen Master Patient Index zur Identifikation, eindeutigen Identifikation von Patienten über Einrichtungen hinweg. Wir haben einen Professional Exchange Server, der Dokumente, strukturierte medizinische Daten über Patienten sicher aufbewahrt und zur Verfügung stellt, den behandelnden Ärzten. Wir haben eine neue Komponente hier auf der Messe, das sogenannte Provider Directory, ein Verzeichnis von Leistungserbringern zur Authentifizierung, zur Überprüfung der Credentials und zur Nutzung in den Abläufen. Und eine Care-Management-Lösung, ein Versorgungsmanagement-Anwendung, die hilft, integrierte Versorgung, bereichsübergreifende Versorgung zu koordinieren. Und last not least ein technisches Tool, das wir sehr häufig auch einsetzen können, ein Formulartechnologie, die hilft, schnelle Abfragen oder auch Assessments für Patienten zu machen und in die Informationsdatenbank wieder aufzunehmen. Sie sind ja sehr breit aufgestellt, wie ich dem entnehme. Was wäre denn das Alleinstellungsmerkmal für die ICW? Ich denke, unser Alleinstellungsmerkmal ist eben die Integration all dieser Komponenten. Es gibt einige Anbieter, die in Teilbereichen dessen, was wir anbieten, auch Technologie haben. Bei uns spielen die Komponenten zusammen. Das heißt, wir können in Summe unterstützen die Vernetzung von Gesundheitsdaten, um die Patientenversorgung bereichsübergreifend dann auch zu unterstützen. Was würden Sie denn sagen, sind die Anforderungen, die von Krankenhausseite und Ärzteschaft im Besonderen an die Industrie gestellt werden, aktuell? Ja, ich denke, von Krankenhausseite und Ärzten, also letztendlich Endbenutzern, sage ich mal Ärzteleistungserbringern, ist das Thema Benutzbarkeit ein ganz wichtiges Kriterium. Das heißt, die Anwendungen müssen sehr gut bedienbar sein, intuitiv sein, müssen sich in die Arbeitsabläufe der Leistungserbringer, der Ärzte gut mit einfasen lassen. Das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Für Krankenhäuser oder auch diejenigen, die die Systeme installieren, muss eine einfache Installierbarkeit, eine gute Betreuung der Technologie und vor allem eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Unterstützung der Technologie geleistet werden. Wie würden Sie denn den Markt für die Vernetzung im Gesundheitswesen im Allgemeinen in Deutschland einschätzen? Der Markt für die Vernetzung ist noch klein im Vergleich zu USA, wo wir ja auch sehr aktiv sind, wo wir seit 2-3 Jahren sogenannte Health Information Exchanges sehen. Das heißt Vernetzungslösungen, die sich in der Region etablieren, um Leistungserbringer, um Ärzte in die Zusammenarbeit zu bringen. Das sehen wir in Deutschland noch leider zu wenig. Wir haben punktuelle Szenarien, wo wir in Klinikketten Kooperationen sehen oder auch in regionalen Ärztenetzen. Das sind die ersten Ansatzpunkte auch für eine ICW, Technologieunterstützung zu leisten. Wo sehen Sie denn im Besonderen noch Entwicklungspotenziale? Wo soll denn der Trend auch hier in Deutschland hingehen? Ich denke, noch mehr Potenzial haben wir einmal auf der auch unterstützenden politischen Seite im Sinne von die Spieler im Gesundheitswesen auch zu motivieren, an dieser wichtigen Aufgabe der Transformation des Gesundheitswesens in eine moderne, vernetzte Medizintechnologie, dieses noch besser zu unterstützen. Das heißt, Budgets, Incentivierungen auch so zu setzen, dass wir diese Standards und die Kooperationsstandards leisten können und dass die Spieler auch am Ende mitmachen. Eine Frage, die ja in Deutschland auch immer sehr relevant ist, auch aus politischer Sicht, ist die Frage der Datensicherung und Datensicherheit. Wie geht denn Ihr Unternehmen mit diesem Punkt um? Das ist für uns der wichtigste Punkt. Das war von Anfang an. Die ICW entwickelt seit über 15 Jahren Informationstechnologie und Produkte für das Gesundheitswesen. Und die Datensicherheit, Datenschutz, Zugriffsberechtigungen hat für uns die oberste Priorität. Denn nur dann können wir das Vertrauen bei den Patienten und bei den Ärzten letztendlich verdienen, wenn wir sicherstellen, dass die Daten kontrolliert zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht noch abschließend eine letzte Einschätzung zur CONHIT 2014. Wurden hier Ihre Erwartungen erfüllt? Gibt es große Resonanz hier an Ihrem Stand? Ja, nun, wir sind mitten in der Messe. Wir haben noch
die Hälfte vor uns. Wir sind sehr, sehr zufrieden, was die Resonanz anbelangt. Wir haben viele Nachfragen von Interessenten, die die Technologie auch wirklich sehen wollen. Gute Konzeptgespräche, was auf der ConHit auch immer sehr gut möglich ist, ist mit Partnern, mit denen man ja auch kooperiert für komplexe Lösungen, dass man mit denen sich sehr gut austauschen kann und schaut, wie die Partner sich auch weiterentwickeln, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es gibt. Vielen Dank, Herr Kirschbauer, für das Interview. Ich bedanke mich.